da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge für den nächsten Tanz. Wir nehmen uns jetzt den zweiten Tanz vor aus dem originalen Theaterstück von Henrietta und die Ideenfabrik. Wir befinden uns gerade in der Werkhalle von Mimi und wie der Tanz aussieht, das zeigen wir euch jetzt. Und wir wollen uns natürlich wieder, wie immer, am Anfang aufwärmen. Dafür findet ihr auf unserem YouTube-Kanal zahlreiche Aufwärmübungen. Und weil wir heute uns viel mit dem Kopf beschäftigen, wollen wir den mal kurz dehnen. Dafür nehmt ihr eine Hand über den Kopf ans andere Ohr und legt einmal den Kopf auf die Schulter. Haltet das ein paar Sekunden, dann wechseln wir auf die andere Seite, bis es hier am Hals ein bisschen dehnt. Und dann nehmen wir beide Hände verschränkt in den Nacken und legen den Kopf einmal auf die Brust. Halten das hier ein paar Sekunden. Und damit sind wir auch schon in unserer Ausgangsposition. Ihr könnt euch nämlich vorstellen, dass die Mimi gerade ganz verzweifelt ist, weil es so viel Umweltverschmutzung gibt. Und da ist sie so richtig frustriert und enttäuscht. Und wir stehen am Anfang der Choreografie wie ein Häufchen Elend da und lassen einfach den Kopf hängen. Von hier schauen wir 4 Zählzeiten lang nach vorne. 1, 2, 3, 4 und nehmen dabei die Hände zur Brust. Von hier haben wir ganz langsam eine Wellenbewegung mit dem rechten Arm zur Seite. Das gleiche machen wir mit links. 1, 2, 3, 4. Von hier aus habt ihr beide Hände an der Seite. Schmeißt die einmal nach vorne. Das hört ihr auch später im Text. Warum schmeißt man alles weg? Ihr schmeißt richtig kräftig was weg und dann geht ihr zurück in eure Häufchen-Elend-Position. Von dort aus haben wir was Ähnliches nochmal. Ihr geht wieder 4 Zählzeiten nach oben. 1, 2, 3, 4. Genau wie der Anfang. Jetzt sind wir aber schneller unterwegs. Das heißt, wir gehen 5, 6, 7, 8 zurück zur Brust. Und von hier aus haben wir 4 Zählzeiten etwas Freies. Da singt sie nämlich Basteln, Schrauben, Tüfteln. Und da könnt ihr einmal so tun, als würdet ihr was schrauben oder an irgendetwas tüfteln. Da könnt ihr vielleicht auch am Boden irgendwas tüfteln. Das könnt ihr euch frei aussuchen. 4 Zählzeiten. Also 1, 2, 3, 4. Von hier aus geht ihr mit den Händen zusammen in einer Art V und geht zur Decke. 5, 6, 7, 8. Einmal nochmal von vorne. 5, 6, 7, 8. Wir gehen. 1, 2, 3, 4. Ganz langsam. 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4. Und 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Jetzt schneller. 5, 6. Zurück. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Zur Decke. 5, 6, 7, 8. Super. Haben wir schon mal das erste bisschen geschafft. Von hier aus haben wir eine ganze Weile lang den gleichen Schritt. Ich zeige euch erstmal die Füße. Und zwar geht ihr zur Seite und habt immer Rechts-Tap, Links-Tap. Das kennt ihr vielleicht schon auch aus dem ersten Tanz aus dem Theaterstück. Es kann gut sein, dass euch das bekannt vorkommt. Und die Arme dabei gehen wie folgt. Ihr seid hier oben gerade angekommen. Und wir gehen über 2 Schritte einmal auf. 2, 3, 4 und wieder hoch. 5, 6, 7, 8. Von hier aus lassen wir die Arme fallen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Einen ganzen Achter lang. Machen wir das erstmal zusammen. Das heißt, wir sind hier und gehen. 1, 2, 3, 4 wieder hoch. 5, 6, 7, 8. Der Schritt geht weiter ohne Arme. 5, 6, 7, 8. Von hier aus geht der gleiche Schritt nochmal weiter. Wir haben aber neue Arme. Und zwar ist der Text klare Luft. Und als würdet ihr einmal tief einatmen, geht ihr mit den Händen hoch. Und beim Ausatmen geht ihr mit den Händen wieder runter. Das ist die Idee dahinter. Das heißt, wir gehen hoch mit den Händen, runter mit den Händen. Von hier wie ein Fluss wieder zur Seite. Das kennt ihr schon mit dem rechten und dann mit dem linken Arm. Und von hier aus machen wir gleich weiter. Armbewegung kennt ihr schon. Wir haben einen Fluss und einen Fluss zur Seite. Von hier aus gehen wir mit dem rechten Bein auf. Und das ist ein richtig starker Schritt. Und als hättet ihr euch gerade die Hände gewaschen und habt noch Wasser an den Händen, flitscht ihr einmal das Wasser weg. Das ist die Bewegung, die jetzt kommt. Und die machen wir von unten nach oben. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau.
hängen wir das einmal zusammen. Von hier. 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ohne Arme weiter. 3, 4, 5, 6, 7. Luft. 1, 2, 3. Wasser. 5, 6, 7. Spritzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super, haben wir schon das zweite bisschen geschafft. Von hier gehen wir mit dem rechten Bein nach vorne. Vor, tap, zurück, tap, vor, tap, zurück, tap. Das machen wir eine ganze Weile. Und gehen dabei immer, wenn wir vorne schließen, mit dem rechten Arm nach vorne, als würdet ihr schnipsen. Ja, also haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, Achtung, jetzt, wenn ihr zurückgeht, wechselt ihr die Seite und geht einmal rück, schließ, um das Gleiche dann mit links zu machen. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wir öffnen und ziehen die Arme hoch zum Schluss. Und das war es auch schon mit den Schritten für die erste Folge. Wir tanzen das jetzt alles einmal mit Musik durch. Und genau, dann habt ihr das einmal mit ein bisschen mehr Pfeffer sozusagen. Kopf ist unten. Fünf, sechs, sieben und alte Knete, leere Eimer, ein Schlitten oder Blech. Ach, ich kann das gar nicht glauben. Warum schmeißt man alles weg? Alles, was ihr nicht mehr braucht, wird von mir dann repariert. Tüfteln, Schrauben, basteln, bis es wieder funktioniert. Aus alten Sachen Neues machen, lieb ich sehr, doch klare Luft und saubere Flüsse, lieb ich mehr, er lebt schon gern auf nem Planet, der nur noch aus Müll besteht, der beste Müll, das ist doch der, der gar nicht erst entsteht. Okay, das war's schon mit der ersten Folge von diesem Tanz. In der nächsten Folge lernen wir die zweite Hälfte. Genau. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Hier oben kommt ihr zum nächsten Video. Hier seht ihr die Playlist all unserer Videos. Und vergesst nicht, wir freuen uns total darüber, wenn ihr uns einen netten Kommentar schreibt oder unsere Videos liked. Abonniert unseren Channel!